Und damit Grüße und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt namens Lego der Herr der Ringe. Es ist mein erstes Lego-Spiel und ich denke mal, die Steffi, mit der ich Diablo 3 zusammen gespielt habe, wird sich darüber freuen, weil sie, naja, wie soll man sagen, sehr addicted in Herr der Ringe war, zumindest. Oder vielleicht auch noch ist, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall ist das auch mein allererstes Lego-Spiel, was ich let's playen werde. Achso, ich soll eine beliebige Taste drücken. Okay. Ja, ich habe die Taste beliebig endlich gefunden. Ich denke mal, bei den Einstellungen werde ich nichts mehr ändern müssen. Ich habe das jetzt schon alles getestet. Und dann hoffen wir mal, dass jetzt alles läuft. Ansonsten werde ich nochmal anfangen müssen. Aber wir wollen nicht lange drum herumlabern. Das war, wie gesagt, mein Test. Der ist schon ein bisschen her, wie man sieht. Das war am 30.12. Ach ja, stimmt. Da lief das ja sogar noch mit meiner alten Grafikkarte. Stimmt. Naja gut, wie dem auch sei, wir werden diesen Spielstand auswählen, überschreiben und dann nichts hier ab ins Intro. Ja, nachdem gespeichert wurde, versteht sich. Okay, automatisches Speichern verwendet jetzt Spiel 1. Ja, gerne doch. Alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. 3 wurden den Elben gegeben, unsterblich und die weisesten und reinsten aller Lebewesen. 7 den Zwergenherrschern, großen Bergleuten und geschickten Handwerkern in ihren Hallen aus Stein. Und 9 Ringe wurden den Menschen geschenkt, die vor allem anderen nach Macht streben. Denn diese Ringe bargen die Stärke und den Willen, jedes Volk zu leiten. Doch sie wurden alle betrogen, denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. Ein Ring, sie zu knechten. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis von Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Ja, und da sind wir nämlich auch schon mit im Geschehen drin. Oh, was haben wir denn hier? X, um anzugreifen. Und ja, da brauchen wir nicht lange drum herum zu labern. Ich spiele mit dem Xbox 360 Controller auf dem PC. Aber ich finde das halt auch besser, also so zu spielen. Deswegen sollte das auch nicht so das Problem sein. Ups, ich sollte natürlich nur auf die Gegner gehen und natürlich sie nicht treffen. Achso, mit Y können wir wechseln, hin und her zwischen den Alter Egos. Mit X werde ich angreifen, mit A kann ich hier springen. Was kann ich mit B? Gerade noch gar nichts. So. Steffi wird mir jetzt sicherlich sagen können, wie die Charaktere hießen. Ich weiß die jetzt nicht mehr. Aber das könnte sich ja noch ergeben. Also wir müssen erstmal 5 dieser Widersache besiegen. Ja, wir steigen hier halt ein bisschen in diesen Krieg ein. Und naja, dann werden wir ja bald am Schicksalsberg sein und dann war es das ja schon. Das wird mein kürzestes Let's Play überhaupt mit. Und ich sollte mich nicht so oft treffen lassen. Was war denn das? Ah. Der habe ich jetzt irgendwie nochmal speziell angegriffen. Keine Ahnung. Aber wir wollen nochmal ein bisschen den Charakter wechseln. So, jetzt machen wir das mit ihm noch ein bisschen die Gegner platt. Sammeln dabei aber noch ein paar Stats ein. Also Stats sind, ja, ist eine Währung in den Lego-Spielen. Das kann man sich so merken. Und diese Währung, die ist dazu gut, um später noch Goodies zu kaufen. Besser gesagt, wo wir uns, naja, legal Cheats freischalten. Also was weiß ich, doppelte Stats und so weiter und so weiter. So. Okay, das Headset hat wieder die richtige Lautstärke. Na, noch nicht ganz. So, jetzt wird es wieder passen. Ja, das ist immer so eine Sache mit diesem Headset. So, und ein zweiter Spieler könnte ja auch noch dran teilnehmen. Aber ich spiele das Spiel allein. Ach so, da kann ich nichts machen. Schade. Stattdessen kann ich erstmal diesen Gegner niedermetzeln. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Oha. Na, geht ja heiß her gerade. So, was haben wir denn hier Schönes? Y, halte Y gedrückt, um Elendil auf dem Charakterrad auszuwählen. Mit seinem Schwert. Na, sie kann er und so weiter. Also, da bin ich doch gerade, oder? Nee, bin ich nicht. Also, ach ja, genau. Also, bevor ich hier noch zerbröselt werde. So. Mit denen kann ich auf jeden Fall hier das diese Türme zerstören. Also, wir haben... Ich steuere gerade Elendil, dann gibt es noch Isildur und Elrond. Also, zweites Zeitalter. Dann gucken wir uns den noch mal ganz kurz an. So schlägt er zu. Die Attacken sind relativ simpel gehalten. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wir wechseln wieder zu Elendil. Also, dann zertrümmere mal hier ein bisschen diese Türmchen. Die sind ja wirklich niedlich, muss man dazu sagen. Und wenn man stirbt, was mir gerade passiert ist, dann, naja, verliert man halt Stats. Und es wird dann schwieriger, die 100, also, naja, nicht 100%, aber, sag ich mal, den wahren Abenteurer, oder wie das dann auch immer heißt, zu erreichen. So, ich habe immer noch nicht die richtige Headset-Lautstärke für mich herausgefunden. So, aber... Jetzt ist mir fast schon wieder zu leise, aber es, naja, gut, es geht schon. Okay. Haben wir jetzt die Türme endlich? Der Sieg war nah. Doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Oha, na jetzt wird's ja hier krass. Also man sieht, wie er sich da durchmetzelt. Wir haben jetzt ja auch keine Möglichkeit, erstmal auszuweichen. Okay, jetzt eröffnet sich für uns das Kampfareal und wir müssen mal gucken. Also. Oha. Ja, dem sollten wir natürlich ausweichen, das ist klar. Aber er hat's gerade nicht getan, warum auch immer. Die Frage ist jetzt aber, was kann man hier am besten machen? Ja, X, um anzugreifen, das ist mir schon klar. So, jetzt haben wir mal einen schönen Wechsel gemacht. Ach so, jetzt muss ich hier... Ah ja, genau. Er verfestigt sich... Also, wenn er hier in den Boden reinschlägt... Oder muss ich da zu den anderen wechseln? Hier zu Elendil? Ah ja, gut. Sein Schwert, das kann da ein bisschen was anrichten. Sehr schön. Ja, damit hast du nicht gerechnet. Achso, mit RB kann man hier auch wechseln. Mit okay. Und mit LT und RT kann man hier aber auch nichts machen. Ja komm, verfolg mich doch. So. Na, er und sein mächtiges Schwert, das kann da wirklich schon ein bisschen was ausrichten. Na gut. Dann schlag mal schön hinein. Achso, bleibst nicht stecken. Ach, schade. Na gut, dann werden wir hier weiterhin noch ein paar Soldaten erledigen. Und er hat nur noch 2 Leben. Das sieht man da wunderschön in der Mitte. Ist er stecken geblieben? Nein, leider nicht. Aber man sieht halt, naja, seine Angriffe sind schon ein bisschen böse, weil die halt noch so Feuerkrater hinterlassen. Die hätten ja ruhig mal den Namen anzeigen können. Aber na gut, wer nicht will, der hat eben schon. Na komm, jetzt... Oh, jetzt hast du mich ja wirklich getroffen, aber egal. Er hat nur noch einen Treffer, aber ich habe auch nur noch ein Leben. Oh, ein Herz. Ja, die Herzen, wozu sind die gut? Ja, die füllen unser Leben auf. Ganz einfach. Ja, das kannst du aber vergessen, dass ich mich jetzt nochmal so leichtfertig treffen lasse. Da musste ich schon ein bisschen früher aufstehen. Oh. Ach ja, stimmt, da war ja was. Mit seinen Feuerattacken. Na, wirst du wohl mich in Ruhe lassen? Naja, wäre ja sonst zu langweilig, ne? Das können wir wohl nicht zerstören. Und wie gesagt, wir müssen halt so lange, naja, sagen wir mal, überleben, bis er halt ja wieder seine schönen Kolben in den Boden rammt. Und wenn er das getan hat, dann können wir darauf schlagen. Und zwar jetzt nämlich. Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Sauron, der Feind der freien Völker Mittelerdes, war besiegt. Der Ring ging an Isildur, der nun die Gelegenheit hatte, das Böse für immer zu vernichten. Isildur, schnell! Folge mir! Ja, das war noch nicht natürlich der Level. Das war erst der Anfang dessen. Verschiedene Charaktere haben hier verschiedene Aufgaben oder verschiedene Fähigkeiten. Das ist lustig. Man hat jetzt auch diesen abgebrochenen Schwertgriff. Das ist schon wirklich sehr schön gemacht, muss ich sagen. Also wie gesagt, mit Y können wir hier die Charaktere wechseln. Also hier haben wir Isildur und Elrond. Zweites Zeitalter. Er ist ein Elb. Ich glaube, er konnte sogar ein bisschen höher schwimmen. Also, benutze eine Speicherstatue, wenn du eine Pause machen willst. Drück B, um sie zu aktivieren. Ach so, das sind die Speicherstatuen. So, dann haben wir jetzt erstmal den Fortschritt gespeichert. Das hier können wir wohl noch nicht zerstören. Da brauchen wir jemand anderen. Wir gucken mal, ob das hier mitgeht. Ich glaube nämlich auch nicht. Aber hier diesen kleinen Mini-Krater, den können wir zu Klump hauen. Und wieder einige Stats einsammeln. Ach Gott, das wird erstmal dauern, ehe ich diesen Level hier geschafft habe. Ja, wir sind jetzt hier also am Schicksalsberg. Sauron ward besiegt. Sauron wurde besiegt. Also, du kannst an Lego-Stangen klettern. Drücke A, um... Achso, hups. Ich sollte natürlich nicht so leichtfertig wechseln. Also, jetzt bin ich wieder bei Elrond. Jetzt ist natürlich die Frage... Oder Elrond. So, du kannst an Lego-Stangen klettern und drücke B. Ich wollte nur gucken, ob hier unten was ist. Nein. Also mit B kann man sich runterfallen lassen. Mit A springt man natürlich hinauf. Das sollte soweit klar sein. So. Und wir müssen hier einige Stats sammeln. Ach so, also mit diesen rot leuchtenden Dingen, da ist klar, das ist dann Isildurs Aufgabe. Oh Gott, Steffi wird mich schlagen für die Aussprache. Steffi, du wirst mich wirklich schlagen dafür, ich weiß. Naja, gut. Zu Herr der Ringe fällt mir ein, dass ich damals, als der dritte Film rauskam, im Herr der Ringe Triple war. Und das Herr der Ringe Triple war mal richtig hardcore in dem Sinne. Ja, das hat ja um 17 oder 18 Uhr angefangen. Und, naja. So. Da hatte ja alles Überlänge. Und dadurch, dass alles Überlänge hatte, wurde dazwischen eine Pause gemacht. Oh, was haben wir nicht? Ah, wir haben eine von 5 Statuen zerstört. Sehr schön. Oh, wir müssen aufpassen. Die ganzen Stats, die fliegen uns weg. Och, nö. Naja. Das waren mal Stats. Na gut, können wir halt nichts machen. Da oben, diesen Gegenstand, den können wir wohl auch erst benutzen, wenn wir den richtigen Charakter haben. Dann gucken wir mal, ob wir das mit Elrond können. Da sollte man natürlich nicht drinnen stehen bleiben, weil sonst nämlich das hier passiert. Und dann verliert man einige Stats. Genauso wie eben gerade. Na, ein paar kann ich noch aufsammeln. Okay. Da konnte ich mich nochmal retten, aber schön war das jetzt nicht. Also das hier kann ich wohl noch nicht aktivieren. Nee, kann ich wohl nicht. Na gut, dann heißt es hier erstmal weiter entlang der Lego-Stangen. Konnte man das nicht mal beschleunigen? Warum kann man das nicht beschleunigen? Nee, kann man irgendwie nicht beschleunigen. Irgendwie geht das doch, aber ich kenne gerade die Taste nicht. Na gut. Oh. Kriegen wir wieder Ärger? Natürlich kriegen wir Ärger. So, dann wechseln wir mal ganz geschwind. Also Y kurz drücken ist halt geschwind wechseln. und länger gedrückt halten, dann kannst du halt aus diesen, naja, Charakteren einzeln noch auswählen. Was war das denn gerade? Ich wurde einfach dahin geschubst. Ja gut, die Steuerung, die hat sich manchmal nicht so. Aber okay, was soll's. Na, ob wir hier wirklich noch die, naja, sag ich mal, 100% erreichen, ist fraglich. Aber das ist ja der Anfang. Und wir möchten zumindest so viel wie möglich hier schaffen. Und hier hoch. Ah ja, hier. Wechsel mit Y zu Elrond, der höher gelegene Gebiete erreichen kann. So sieht es aus. Ja, nochmal der dezente Hinweis, ich weiß. Wir haben jetzt 2 dieser 5 Statuen zerstört. Mit dem rechten Control-Stick kann man sich hier noch ein bisschen umgucken. Und wir müssen zu Elrond wechseln, denn hier kann nur er als Elb hinauf. Und wenn wir einfach in die entsprechende Richtung drücken, können wir... Ja, was können wir dann? Genau, wir können dann ganz einfach schieben. So einfach geht das. Elrond, du hättest ruhig da oben bleiben können. Naja, was soll's. Also hier ist ja wieder was für unseren... Moment. Isildur. Naja, ich weiß. Ich werde das so falsch aussprechen. Aber egal. Na gut. Ja, ein bisschen Weg ist es noch. Bis wir dort ankommen. Wie ich ja bereits sagte, die Stats sind eine, ja, wie soll man sagen, Ingame-Währung. Ich muss mal mir die Stoppuhr mehr ins Bild legen. So. Okay. Und dann gucken wir mal weiter. Ah nee, das habe ich jetzt nicht ernsthaft fertig bekommen, oder? Wo stehe ich denn jetzt bitte? Aua. Ach du Hilfe. Okay, zumindest diesen Stat wollte ich mir wiederholen. Ah, hier könnte auch wieder was verborgen sein. Man muss halt immer mal Ausschau halten, wo hier was sein könnte. Deswegen immer mal achtsam sein. Okay, das sieht aus, als könnten wir das noch nicht machen. Und ich versuche, naja, ein bisschen was von diesem Spiel zu zeigen. Also, wir sind hier sozusagen noch im, jetzt müssen wir mal gucken, im 2. Zeitalter. Wie man ja sehen konnte an, na, sag schon, Elrond. Ja, ich könnte mir den Namen so ein bisschen merken. Das ist ja zumindest etwas. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Gegner dauerhaft respawnen. Also ob ich hier... Nein, habe ich nicht. Ah, da öffnet sich nämlich langsam die Tür zum Schicksalsberg. Ich will aber noch nicht wirklich hineingehen, weil ich mich erstmal ein bisschen umgucken möchte. Versteht sich von selbst. Ach ja, hier. Ja, man muss halt nur mal aufpassen, man kann da ein bisschen was von oben abbekommen. Die Felsen, die hier gerne mal runterkommen. Was ist das hier? Das können wir so wohl nicht zerstören. Nein, da kann auch Elrond nichts machen. Nö, kannst du nichts machen. Da brauchen wir einen anderen Charakter. Wen? Weiß ich gar nicht. Da lassen wir uns einfach mal überraschen, mit welchem wir das machen könnten. Oh, wir haben... noch eine Statue zerstört. Und das müsste jetzt die... Wie viel zu sein? Achso, dass man noch richtig zerstören sollte man sie. 4 von 5, also 80% dieser Statuen habe ich gefunden. War das jetzt wirklich das Gebiet schon? Hm, da habe ich irgendwo die eine Statue übersehen oder konnte sie noch nicht erreichen. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir müssen nämlich erstmal hinein in den guten Schicksalsberg. So, das war es aber immer noch nicht ganz, aber der Schatten ist cool. Das muss man ja mal sagen. Und diese Detailverliebtheit, also hier... Oh, wir sind ein wahrer Abenteurer. Yippie-yay. Das ist sehr schön. Ja gut, vielleicht ist das hier auch noch relativ einfach. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht runterfallen, aber... Das finde ich halt schön, dass es einzelne Elemente gibt, die aus Legosteinen zusammengebastelt wurden. Das finde ich wirklich sehr nett gemacht und ich hoffe mal, dass die Helligkeit so in Ordnung geht. Also ich finde sie sehr kontrastreich. Ah, nicht runterfallen, bitte. Okay, wir sind ein wahrer Abenteurer und wenn wir das erreicht haben, kann nichts mehr schief gehen. Tja, wir sind im Schicksalsberg, also weg mit dem Ring. Wirf ihn ins Feuer! Vernichte ihn! Nein. Isildur! Doch die Herzen der Menschen sind leicht zu verführen. Und der Ring der Macht besitzt einen eigenen Willen. Er verriet Isildur und brachte ihm den Tod. Und was nicht in Vergessenheit hätte geraten dürfen, ging verloren. Und 2500 Jahre lang wusste niemand mehr um den Ring. Bis... mein Schatz. Der Ring geriet dem Geschöpf Gollum in die Hände, der ihn tief hinein in das Nebelgebirge trug. 500 Jahre lang vergiftete er dessen Verstand. Doch dann geschah etwas, was der Ring nicht beabsichtigt hatte. Er wurde von dem unwahrscheinlichsten Geschöpf gefunden, das man sich vorstellen kann. Was ist das? Von einem Hobbit, Bilbo Beutlin aus dem Auenland. Ein Ring. Tja, das war der Prolog sozusagen. Wir haben sogar eine Errungenschaft freigeschaltet. Naja, das ist doch schon mal was. Also, Isildur. Na, haben wir noch jemanden? Neue Charaktere zum Kauf verfügbar. Oh, das ist ja interessant. Noch mehr? Nein. Und wie viel haben wir geschafft? Natürlich, also zumindest von den Stats her gesehen, 100%. Ah, dieses Kriegshorn. Ich finde das genial. Und wie viele Stats haben wir dann insgesamt? Es zählt noch hinauf. Ja, ich weiß, man könnte es beschleunigen, aber für den ersten Part lassen wir das mal so. 33.450, also 33450. Haben jetzt, naja, nur eine der 10 Truhen. Aber was soll's? Oh, wir haben sogar noch diese silbernen Steine. Ich wusste gar nicht mehr, dass es die hier gab. Aber egal. Das war aber zumindest der erste Part. Und ich hoffe, dieser Prolog hat euch gefallen und fürs Zusehen danke ich euch allen und dann werden wir im nächsten Part sehen, wie es weitergeht und deswegen sage ich, im nächsten Part von Lego Herr der Ringe sieht man sich!